Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jade Empire. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen die eine Quest erledigen. Wir müssen diesen Meister Shin, heißt er, glaube ich, erledigen. Und dazu haben wir schon von drei Sachen eine gemacht gehabt. Jetzt will ich mal schauen, was passiert, wenn wir mit dieser Kitan reden. Vielleicht kriegen wir, wenn wir die besiegen, vielleicht wird dann der Kampf später gegen Shin einfacher. Wir probieren es mal einfach mal aus. Ihr seid also die neue Ausbilderin. Meint ihr, ihr könnt uns etwas beibringen? Meister Shin lässt uns Gangs Ausbilder alle testen, um sicher zu sein, dass sie fähig sind. Aber nicht zu fähig. Bin ich eure nächste Schülerin? Ich versichere euch, ich kann mich durchaus selbst verteidigen. Ich bin wegen meiner Fähigkeiten Adjutantin geworden. Vielleicht könnten wir ja zu einer Übereinkunft kommen? Ihr glaubt, ihr könnt uns überreden, Meister Shin zu verlassen und zu Gangs armseliger Truppe zu stoßen? Dann wisst ihr nichts darüber, wie wahre Akolyten indoktriniert werden. War ein Versuch. Unsere Leben gehören Meister Shin. Durch seine Führung werden wir eines Tages aufsteigen, um Großinquisitorin Jia und der Hand des Todes zu dienen. Wir sind absolut loyal. Ohne unsere Pflicht gegenüber Meister Shin sind wir nichts. Gang mag euren Verstand aus Milde nicht angetastet haben, aber genau deswegen ist er schwach. Dann solltet ihr euch lieber als kompetent erweisen, sonst könntet ihr einen Unfall haben. So? An eurer Stelle würde ich mir mehr Sorgen um euch selbst machen. Lasst uns den Kampf in die Halle der Einweisung verlegen, damit ich genug Platz habe, um ihn zu genießen. Oh, wir dürfen sogar zu zweit kämpfen. Okay, und das war alles. Das war jetzt aber, naja. Ich hab's doch wieder umgestellt, oder? Ja. Ich weiß mir nicht sicher, die Kämpfe sind gerade so einfach. Wir sind, glaube ich, so gut von der Dings schon. Von unserem Level. Das ist gar nicht so, ja, egal. So, dann reden wir nochmal mit denen. Jetzt haben wir noch drei weitere hier. Ihr habt Kitan getötet. Das Leben eines Akolyten ist verwirkt, sobald er hierher kommt, ja. Aber dass einer aus Gangs zerlumptem Haufen so etwas tut, ist unverzeihlich. Glaubt ihr etwa, ihr könntet eine solche Beleidigung einfach als Missgeschick bei der Ausbildung kaschieren? Ihr seid ein Dummkopf. Wenn ihr bereit seid, Ausbilderin, euer nächster Schüler wartet. Es ist meine Aufgabe, Exempel an denen unter Gangs Akolyten zu statuieren, die zu viel Talent zeigen. Ja, dann mach mal. Wir können es jetzt nochmal probieren mit der Übereinkunft. Ich probier's nochmal. Meister Shin ist unser leuchtendes Beispiel. Wir dienen seinem Ruhm. Und durch ihn werden wir Großinquisitorin Jia sowie der Hand des Todes dienen. Okay, sie haben es nicht anders gewollt. Wir sind absolut loyal. Ihr wüsstet das, wenn Gang seine Akolyten richtig indoktrinieren würde. Aber das macht er nicht und deswegen ist er schwach. Dann ist ich bin bereit. Meine Fähigkeiten stehen außer Frage. Gang wird in Kürze einen weiteren seiner jämmerlichen Akolyten verlieren. Kommt, gehen wir in die Halle und ich bringe die Sache zu Ende. Ich denke, damit wird der Kampf gegen Shin später leichter werden, weil er diese ganzen Adjutanten nicht mehr hat. Hätte ich jedenfalls so gesagt, ob es auch so ist. Wir werden sehen. Und immerhin, es gibt auch ein bisschen XP. Ihr habt Kai Feng getötet, aber er war fertig ausgebildet. Eine solche Dreistigkeit wird nicht unbestraft bleiben. Wir werden schon bald ein Exempel an euch statuieren. Eure Leiche wird noch vor euren Meister geschleift. Aber Kai Feng war ein fertiger Assassine. Wie konnte er unterliegen? Ruhe! Diese Närrin wird dafür bezahlen. Wartet's ab. Ihr werdet das bereuen. Na, ja, dann kommt mal. Oder auch nicht. Ja, okay. Dann halt nicht.
dann halt nicht. Die sind jetzt wahrscheinlich weg, schätze ich mal. Wir schauen aber nochmal ganz kurz nach. Nee, da geht auf jeden Fall was Neues. Lotus Akolyt des Gang. Wir müssen ein Exempel an euch statuieren. Ihr habt die Adjutanten aus Meister Sheens Gefolge beleidigt. Die Meister kümmert es nicht, ob Akolyten leben oder sterben. Es ist also an uns, den Tod unserer Kameraden zu rächen. Wir werden nicht schwach dastehen. Wir sind Meister Sheens Adjutanten. Ihr werdet zur Strafe für eure Beleidigung sterben. Ja, dann, ihr lasst mir keine Wahl, dann kommt Adjutanten. Ich werde gegen alle, euch alle, kämpfen. Euer Tod wird ganz anderen Narren als Exempel dienen. War's das schon? Ihr seid ja noch einfacher als die anderen. Also, das war ja noch einfacher als gedacht. Das war eine beeindruckende Vorstellung, Akolyt. So ist noch niemand mit Sheens Adjutanten umgesprungen. Meister Sheens Gegnern dürfte euer Vorgehen äußerst imponieren. Auch wenn ich da natürlich nur spekulieren kann. Was für ein schmieriger Trottel. Er will unsere Hilfe nur, solange kein Risiko für ihn besteht. Wie wahr, wie wahr. Okay, aber das war's. Bisschen Geld, bisschen Dings. Passt doch alles. Und ich denke, danach wird der Sheens Gegner auch, Shin später auch einfacher werden, wenn wir gegen ihn antreten, weil er nicht mehr auf seine Adjutanten zurückgreifen kann. So, dann versuchen wir jetzt mal die Halle der Einweisung freizuräumen. Das ist ja, glaube ich, diese Halle, wo wir gerade eben gewesen sind. Richtig? Halle der Einweisung, genau. Dann lasst uns da mal schauen, dass wir hier ein bisschen wen haben wir denn alles da? Wir haben auf jeden Fall die zwei hier da. Mal sehen, ob wir die einfach überzeugen können zu gehen. Was wollt ihr jetzt, Akolyt? Ihr habt keinen Grund, mit uns zu sprechen, es sei denn, die Presse ist beschädigt. Wird demnächst eine Lieferung Sklaven erwartet? Wir sehen sie jeden Tag ungefähr um diese Zeit kommen, aber sie sind noch nicht eingetroffen. Wahrscheinlich sind sie in der Stadt der Toten aufgehalten worden. Ja, darum kümmern wir uns dann gleich. Eine so ausgeklügelte Maschine wie die Presse ist sicher praktisch unzerstörbar, oder? Ihr habt recht, ihre Stabilität zu bewundern. Die Maschine befindet sich im Gleichgewicht. Nur durch Fehler der Bediener hat sie schon Schaden genommen. Einige dumme Akolyten wurden getötet, weil sie beschädigt hatten. Dabei ist sie gar nicht so schwer zu bedienen. Man muss nur den Kran führen und gelegentlich Phönixöl in den Materialverteiler einfüllen. Es ist zu oft die falsche Menge Öl verwendet worden. Kia Yong ist zu freigebig damit. Ich werde darauf achten, dass Leute wie ihr nur noch genau abgemessene Mengen davon bekommen. Was ist Phönixöl? Woher kommt das? Gang muss seine Akolyten besser ausbilden. Ihr seid offensichtlich übereilt eingeführt worden. Phönixöl ist eine zähe Flüssigkeit, die mit enormer Temperatur verbrennt. Sie beheizt die Presse, mit der die Golempanzer gehärtet werden. Wenn zu viel davon in die Maschine kommt, wird sie zu heiß. Ist es zu wenig, zerbröckeln die Golems. Der Händler bringt es aus dem goldenen Delta mit. Okay, das hat man, glaube ich, schon, oder? Nee, wir fragen trotzdem mal, wer hat die Presse gebaut? Die Hand des Todes hat sie nach dem Willen des Kaisers bauen lassen. Und ein paar Teile wurden von irgendeiner großen himmlischen Maschine gestohlen. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Unsinn. Nicht alles, was unsere Handwerker bauen, ist von irgendwo anders gestohlen oder gesegnet. Wir können das hier auch gut selbst. Okay, dann ich muss dafür sorgen, dass alle die Halle verlassen. Das ist euer Pech, denn was ein Akolyt tun muss, spielt für uns kaum eine Rolle.
Unsere Aufgaben sind für heute erledigt. Aber Großinquisitorin Gia könnte uns jederzeit anfordern. Wir müssen eingreifen können, wenn die Golempresse nicht funktioniert. Außer ihrem direkten Befehl bringt uns höchstens ein Reparaturnotfall von hier weg. Tretet beiseite, Akolyt. Ihr kümmert uns nicht. Sollten wir irgendwas mit der Presse machen, aber die brauchen wir doch selber noch. Meine Geduld hat Grenzen, das war keine Bitte. Dann müssen wir wahrscheinlich gegen die kämpfen, aber... Wir sind keine Akolyten eures unbedeutenden Meisters. Ihr habt uns gar nichts zu befehlen. Ihr solltet euch lieber zurückhalten. Es sei denn, ihr wollt es mit zwei voll ausgebildeten Lotus-Assassinen im Kampf aufnehmen. Hätte ich jetzt kein Problem damit. Ja, okay. Wir sollten wahrscheinlich nochmal zur Maschine gehen und schauen, ob wir die Maschine irgendwie... Ja, wir dürfen sie ja nicht beschädigen, wir brauchen sie ja selber noch, aber ja, lass uns mal schauen. Das Hinweis mit diesem Pflanzenöl war doch... Ja, ich probiere es jetzt gleich. Sonst vergesse ich das nur wieder. Ob wir da irgendwas machen können in der Golempresse, damit die verschwinden. Wie gesagt, wir brauchen ja dummerweise. Was ist das hier? Kransteuerung. Das ist die Steuerung des Krans, mit dem Golems von der Presse auf den Steg gehoben werden. In der Presse muss sich ein Golem befinden, damit der Kran aktiviert werden kann. Hier kann eingestellt werden, welche Art Golem erzeugt werden wird. Blablabla, bla, bla. Anscheinend irgendwelche Protonbehälter. Dann erzeug mal einen Lehmgolem. Und das können wir wahrscheinlich hier Golem aus der Presse heben. Ja, das ist ja nichts mit, ich glaube, das ist ja nichts mit Sabotieren oder sowas. Oh. Nach rechts bewegen. Da haben wir aber irgendwie noch einen kleinen, Grafikfehler, weil der Golem ist nicht mehr da. Wäre das vielleicht die Möglichkeit, wenn wir Gang, diesen Meister Gang auch noch, erledigen wollen? Ich lasse den jetzt einfach mal hier oben stehen. Da wissen wir ja, wenn da einer läuft, dann kann man den hier schön runterfallen lassen. Ja, gut. Naja, also, an der Presse können wir nichts machen. Um die zu sabotieren. Ich meine, es ist ja auch sinnlos, da was zu sabotieren, weil wir sie ja selber noch brauchen. Sonst bringt es ja nichts mit diesem Unfall an der Presse und so weiter und so fort. Ich glaube, gegen diese zwei Meister müssen wir wohl kämpfen. Na gut. Dann werden wir das doch einfach mal machen. Ihr müsst raus hier. Gang wollte euch hier raus haben, aber ich werde euch einfach töten. Ihr seid eine Närrin, Akolyt. Ihr fordert grundlos den Tod heraus. Na schön, ihr werdet auf die harte Weise lernen. Ich meine, dann sind zwei von den Assassinen weniger und das ist doch auch schon mal gar nicht so verkehrt. Immerhin gibt es auch ein bisschen XP noch. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Kann man immer brauchen. So. Damit sind die auf jeden Fall schon mal... Ach, guck mal. Das hat uns Dings gegeben. Das hat uns nach unten Ding gegeben. Das heißt, es muss man doch auch irgendwie anders schaffen können, ohne zu kämpfen. Ich würde es dann ganz gerne eigentlich anders schaffen. Ich würde es dann tatsächlich lieber anders schaffen als so. Aber wie? Weil ich will keine... Ich meine, das hat man ja gesehen, es hat uns nicht wirklich wesentlich runtergebracht. Wir haben da so viele Punkte schon drauf.
dass uns auch das nicht, nichts, ja, den Balken nicht nach unten bewegt hat. Aber wie kriegen wir die dann raus? Dann reden wir vielleicht mal mit Kaufmann Kia Chong. Vielleicht kriegen wir da. Vielleicht kriegen wir erstmal hier was weg. Ihr schon wieder. Was kann ich für euch tun? Da euch eure eigenen Münzen zu einer Seltenheit unter den Assassinen machen, steht Kendler Kia Yong gern zu Diensten. Habt ihr Phönixöl? Da können wir vielleicht was machen. Was? Ja, davon habe ich einen Vorrat dabei. Sie setzen euch wohl an der Presse ein. Ich schätze, ihr braucht mehr davon, ja? Die Maschine läuft ja Tag und Nacht. Ihr nehmt diesen Tontopf, aber seid vorsichtig. Dieses Zeug brennt heißer als jedes andere Öl. Benötigt ihr sonst noch etwas? Okay, wir haben Phönixöl. Das ist jetzt mit dem... Das hängt mit dem zusammen. Okay, ich muss diese Halle räumen. Begebt euch in einen anderen Raum. Und warum sollte ich das tun? Das Bewegen meiner Waren ist eine schwere und laute Arbeit und ich möchte die Arbeiten hier so wenig wie möglich stören. Es gefällt mir da, wo ich bin. Also, lass mich in Ruhe. Und wie wäre es, wenn ich eure Bemühungen mit etwas Silber versüßen würde? Oder, nee, ich versuche einfach mal zu überreden. Vielleicht könnte ich euch da zum Umzug überreden. Ich wüsste nicht wie. Betrachte es als Investition. Die Machtstrukturen hier werden sich bald ändern. Ich verstehe. Also könnten die Dinge hier etwas komplizierter werden, ja? Unter solchen Umständen kann sich Flexibilität als sehr nützlich erweisen. Ich werde meine Waren nach unten in die mittleren Kammern verlagern. Falls jemand fragt, werde ich sagen, dass die Kühle der inneren Räumlichkeit meine Waren besser bekommt. Was man von meinen alten Gelenken nicht unbedingt behaupten kann. Ach, na gut. Besucht mich in den inneren Kammern, falls ihr etwas kaufen möchtet. So. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal... Oh, da ist noch eine Urne. Sehr schön. Und da haben wir noch weitere Lotus-Assassinen, die weg müssen. Ah, seid ihr der Akolyt, auf den ich gewartet habe? Ich kann nicht länger zögern. Ich darf die Gelegenheit für eine Beschwörung nicht verpassen. Wie ich schon sagte, Golems sind tumpe Spielzeuge. Alle, die in letzter Zeit hergestellt wurden, stehen untätig herum und warten auf einen Jade-Golem, der sie nützlich macht. Verschwendung. Ich werde Großinquisitorin Gia zeigen, dass es besser ist, Diener aus dem Geisterreich zu holen. Seht mit an, wie ich mühelos einen fähigen Gehilfen aus dem Nichts herbeirufe. Welche Vorbereitungen habt ihr getroffen? Es sind kaum Vorbereitungen notwendig, Akolyt. Sie wollen dienen. Das sagen sie mir selbst. Golems wollen nichts. Seht zu und lernt. Okay. Hier sieht der Kavu wir, wo seid ihr, Ju? Bravo. Nein, nein. Etwas stimmt nicht. Vernichtet sie. Ja, das ist wohl irgendwie schief gegangen, ha? Huh? Ihr habt nichts gesehen, nichts. Ich muss meine Forschungen fortsetzen, bevor Gia mein Versagen bemerkt. Ich weiß, dass es klappen kann. Okay. Damit ist auch dieses Ding hier fertig. Dann sind es nur noch diese zwei Meister und da müssen wir irgendwas mit diesem blöden Pflanzenöl machen. Jetzt gehen wir nochmal zur Presse zurück. Vielleicht können wir jetzt was mit diesem Pflanzenöl anfangen. Wenn die Tür aufgeht. Weil irgendwas mit diesem Pflanzenöl muss es ja zu tun haben, aber ich wüsste nicht, wo ich das reinsetzen soll. Vielleicht kann man jetzt hier hinten irgendwie was machen. Nein, ich kann hier nichts machen. Wo wird dieses blöde
Öl rein. Phönixöl, nicht Pflanzenöl. Habe ich jetzt Pflanzenöl gesagt? Ah. Vielleicht doch an diesem Mischpult hier. Behälter mit Phönixöl hineinstecken. Das Phönixöl lässt sich problemlos in die Maschine einbringen. Es dauert nicht lange, bis Fehlfunktionen auftreten. Die Maschine schaltet sich ab. Unter dem Golems an der Wand kommt es zur Bewegung. Die Maschine könnte sie ruhig gehalten haben, solange sie auf den Jade-Golem warten. Oh, wow, wow. Ja, da brauchen wir, gegen die Golems brauchen wir... Hoppala. Brauchen wir Stab. Wow, 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 wow. Die sind auch ziemlich heftig. Ach. Irgendwie. Aber es ist es gut, dass wir das so gemacht haben. So kriegen wir nämlich auch noch mehr XP. Als anders. Wir machen... Wir sind ziemlich ausgewogen. Wir machen da mal einen Punkt rein. Da einen Punkt rein. Dann machen wir da sogar zwei Punkte rein. So. 18. Dann machen wir auf jeden Fall mal hier Schaden. Dann ist unser Dämonenstab vollständig aufgeladen. Der springende Tiger. Wisst ihr was? Wir machen da auch nochmal rein. Falls wir irgendwann mal noch mehr Schaden machen müssen. Und danach geht es vielleicht mit dem Sturmdrache weiter. Andererseits, Sturmdrache, G-Schaden brauchen wir da definitiv nicht. Geschwindigkeit des Standardangriffes. Aber wir brauchen ja nur einmal... Ja, ich mach's auch nochmal ein bisschen schneller. Wir müssen ja nur einmal draufhauen eigentlich. Und das war's. Ich glaube, als nächstes machen wir den Seelenfänger weiter. Okay. Sehr gut. Wie ist das? Kann ich den Golem hier? Naja, egal. Das werden wir schon sehen. Geh mal zurück und sagen, dass die Maschine kaputt ist. Dann kriegen wir den nämlich auch so aus diesem Raum hier raus. Was wollt ihr? Die Presse funktioniert nicht. Jemand hat zu viel Phönixöl benutzt. Was? Welcher von euch Trotteln hat die Mischung vermurkst? Bah, ist ja auch egal. 3 Tage kalibrieren, damit die Lehmpanzer perfekt werden. Und dann ruiniert irgendein dämliches Frischblut alles von jetzt auf gleich. Ups. Die Stützen der Gussinjektoren sind sicher verkohlt. Wir werden einen Schmied finden müssen, der uns neue macht. Was für ein Schlamassel. Braucht ihr Unterstützung? Ich will nicht, dass irgendeiner von euch unterentwickelten Akolyten sie anfasst. Vielmehr werde ich darauf drängen, dass ab jetzt nur noch richtige Assassinen die Maschine bedienen. So viel verschwendete Arbeit. Wenn wir sie nicht in Gang kriegen, lässt Gia uns niedermetzeln. Ich weiß. Wir müssen ins Marktviertel einen Schmied suchen. Los, wir vergeuden hier nur Zeit. So. Und da sind sie weg. Und das hat auch nochmal XP gegeben. Und eigentlich sollten wir doch jetzt diese... Warum ist diese Haltung der Anweisung, warum ist das hier noch nicht erledigt? Gibt es hier immer noch weitere Typen, die hier rumstehen, wo ich jetzt nicht gesehen habe? Gegen die Jade-Golems müssen wir ja, denke ich, nichts machen hier. Nee. Da ist auch keiner. Vielleicht oben noch? Ha. Ist hier mal komisch. Also ich sehe hier in der Halle keinen mehr rumstehen. Der Beobachter scheint auch weg zu sein. Hm. Nee, verstehe ich jetzt gerade nicht.
verstehe ich nicht, warum die Ralle, räumt die Ralle der Anweisung frei, warum da nicht das abgehakt ist, weil wir haben doch alle möglichen Zeugen aus der Halle der Einweisung weggekriegt. Hätte ich jedenfalls jetzt gedacht. Ja gut, dann gehen wir halt raus und machen, vielleicht müssen wir auch erst das hier machen. Oder vielleicht kommen da noch ein weiterer rein, wenn wir das hier gemacht haben. Oder wie auch immer. Lass uns erstmal das dann machen. Vielleicht ergibt sich, wenn wir das gemacht haben, das hier von alleine. Vielleicht müssen wir auch einfach aus diesen... ja, das kann aber auch nicht sein. Der dritte Dings, was wir hatten hier, ist ja auch verschwunden. Keine Ahnung. Wir schauen uns... Wie gesagt, wir machen jetzt die Sklavenlieferung. Und danach schauen wir mal, ob wir die Halle nochmal was machen können. Ob sich dann was ergeben hat. Vielleicht müssen wir auch das machen. Obwohl... Und dann müssen wir wieder in die Halle zurückgehen und dann geht's automatisch weiter. Und deswegen ist es ja nicht weg, aber das ist auch irgendwie, passt auch irgendwie nicht so richtig. Na gut, wir werden es noch irgendwie rauskriegen. Bis dahin macht's mal gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.